Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Fuego Box von Vasel. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Fuego von Vasel, so sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine recht große Box, dafür etwas flacher. Und bevor wir die Folie abmachen, haben wir hier noch einen Infosticker. Und zwar lesen wir hier Fuego, das Album, inklusive Mixtape, DVD, Trikot, Brusttasche, Sticker und Poster. Also, all das werden wir in dieser Box hier vorfinden. Dann machen wir das Ganze mal aus der Folie. Darüber hinaus haben wir hier noch einen FSK 16 Hinweis. Der dürfte wohl der DVD hier geschuldet sein. Öffnen wir mal. So, und jetzt haben wir beide Sticker auch weg. Die sind hier wirklich auf der Folie gewesen. So sieht dann die Box aus. Wir haben hier oben die beiden Worte Vasel und Fuego. Also Fuego ist meines Wissens aus dem Spanischen und heißt so viel wie Feuer. Dann haben wir hier einen kleinen Jungen mit einer Pistole in der Hand und einem Marokko-Trikot. Der war damals bei dem Videodreh dabei, der Single, und wurde dann scheinbar auch direkt für das Cover verwendet. Dann haben wir hier unten noch einen Verbraucherhinweis auf Englisch. Ansonsten hier nichts weiter. Die Seiten hier komplett in beige gehalten. Und auf der Rückseite ebenfalls diese Sand- oder ja, diese beige Wandoptik. Und dann haben wir hier noch das Label Bella Boys, Universal Dope Kit und weitere Credits plus Barcode. Okay, dann schauen wir mal hinein. Das Ganze ist abnehmbar, also keine Klappbox, sondern man kann den Deckel wirklich komplett abnehmen. Der Deckel von innen weiß. Und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal 1, 2, 3 Sticker. Dann haben wir das Money Tape. Die Instrumentals. Bonusmaterial, also in diesem Fall die DVD. Das Album an sich, Fuego. Die Bella Boys Umhängetasche. Und dann haben wir auch noch das Trikot. Plus hier unten ein Poster. Gut. Unterseite ist von innen ebenfalls blankweiß. Und nachdem hier Inhalte noch in Folie sind, wir machen die Box mal zur Seite. Also haben wir einmal das Trikot. Und natürlich das Album, dieses ebenfalls noch eingeschweißt. Wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Also der kleine Junge, den wir auch schon auf dem Boxcover hatten, ist auch hier auf dem Albumcover drauf. Das Ganze kommt in einem Standard Jewel Case. Auf der Seite lesen wir dann ebenfalls Vasel Fuego und auf der Rückseite dann die Tracklist. Wir haben hier 13 Tracks an der Zahl und wir haben hier 4 Features. Und zwar haben wir hier ein Feature von Summer Jam, Soul King, Jesus und El Grande Toto Credits und Barcode. Auf der Rückseite haben wir hier diese Wäscheleine, die wir auch hier vorne haben, nur etwas hereingezoomt. Dann kommen wir zum Booklet, und zwar haben wir hier einmal Vasel mit Finger auf uns gerichtet. Dann haben wir hier die ersten Tracks inklusive der Info, wer das Ganze produziert hat bzw. wer gefeatured wurde. Weitere Tracks plus weitere Aufnahmen von Vasel. Dann haben wir hier eine kurze Danksagung, und zwar: Ich danke Gott, meiner Familie und allen Brüdern und Schwestern, die an diesem Album mitgewirkt haben. Und ein ganz besonderer Dank geht an euch, meine Fans. Okay. Dann haben wir hier noch die Credits zum Album.
und hier noch Kontaktadresse. Okay. Auf der Rückseite Bella Boys. Das hier das von Wesel gegründete Label. Die CD, die Album-CD sieht dann so aus. Wesel Fuego, auch hier wieder diese Wäsche aufgehängt. Rückseite in diesem beigebraun. Dann haben wir zugehörig zum Album natürlich die Instrumentals. Die kommen in einer Papphülle, in einem Digisleeve. Und hier auch wieder 12 Tracks an der Zahl. So sieht dann die CD aus. Instrumentals. Dann ist mit dabei das Money Tape, also mehr oder weniger eine Bonus-EP, könnte man sagen. Wir haben hier auch wieder einen Verbraucherhinweis. Und dann haben wir hier insgesamt 5 Tracks. Einmal hier ein Feature von Luciano mit dabei und einmal hier ein Remix des Tracks Fuffy Packs. Okay, also 5 Tracks gibt es da oben drauf. So sieht dann die CD aus. Wir haben hier 500er, die hier scheinbar angezündet wurden, lösen sich hier so in Asche auf. Ebenfalls ein Digisleeve, eine Papphülle. Und wir haben noch eine dritte Papphülle und diese beinhaltet dann die DVD, Fuego Bonus Material. Wir haben die DVD in Schwarz und Gelb, Bonus Material und hier auch nochmal der 16er FSK 16 Hinweis aufgedruckt. Wie gesagt, in einer Papphülle. Ja, ist immer so eine Sache. Das Album Standard Toolcase ist natürlich schön. Jetzt haben wir diese drei Sachen in Papphüllen. Ja, hätte man eventuell ein Digipack lösen können. Ja, fliegt natürlich jetzt so in der Gegend herum, aber ist auf jeden Fall eine Menge Zeug, das man da extra bekommt. Dann haben wir mit dabei 3 Sticker. Und zwar haben wir einmal hier rechteckig einen Bella Boys Sticker in diesem Schwarz. Orange. Dann haben wir einen Habibo Sticker rund, hier mit Palmen und Himmel und dann türkiser Habibo Schriftzug und einen quadratischen Sticker, hier lesen wir FCK AfD, also Fuck AfD, im Design her, vom Design her wie Run DMC gestaltet, ja, also auch ein etwas politischer Inhalt. Quadratischer Sticker. Dann haben wir ein Poster. Und zwar, ui, ich sehe schon, bei mir wurde hier diese eine Ecke abgeknickt. Das ist natürlich nicht so schön. Ich hoffe, dass das bei euch nicht so ist. Hier haben wir auch wieder Wesel in dieser Pose, die wir auch schon aus dem Booklet kennen hier. Also er hier scharf gestellt und die Hand hier etwas verschwommen, die auf uns zielt. Und rechts unten lesen wir wieder Wesel Fuego. Das Poster im Querformat und einseitig bedruckt. Eine Umhängetasche hatten wir auch schon diverse Male in Boxen mit dabei. Allerdings noch keine Bella Boys Tasche. Wir haben hier hinten einmal die Träger. So, machen wir mal ab. Also, so sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine schwarze Tasche, schlicht designt, mit weißem Bella Boys Logo hier auf der unteren Reißverschlusstasche. So sieht das aus. Wir haben hier ein mittelgroßes Fach mit 2 so kleinen Täschchen, mit 2 so kleinen Eingriffen, wo man Sachen hier verstauen kann. Und darüber hinaus natürlich noch eine große Tasche. Sieht so aus. Auch hier innen wieder alles in Schwarz gehalten und hier ebenfalls so eine separate Tasche nochmal, also hier noch so ein Trenner mit eingenäht, 2 Fächer in einem und auf der Rückseite haben wir dann noch hier so einen kleinen Eingriff, der ist zwar nicht zu verschließen, also weder mit Klettverschluss noch mit Reißverschluss, allerdings kann man hier hinten auch noch irgendwelche Sachen verstauen und wir haben dann hier diesen Gurt, dieses Band hier, um das entsprechend umzuhängen, je nachdem, um die Schulter, wo auch immer man das befestigen möchte. Und man kann das dann mit Hilfe dieses Teils hier dann entsprechend in der Größe anpassen und dann auf die gewünschte Länge
regulieren. Gut, und als letzten Boxinhalt, wir machen den Karton mal weg. Als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein Trikot. Und dieses ist von der farblichen Gestaltung echt etwas speziell. Und zwar haben wir hier so ein blass-orange, ich würde mal sagen so Pfirsichfarben. Und ansonsten so ein rosa bzw. pink. Und es erinnert mich ein bisschen so an ja, NASCAR oder solche Motorsport-Trikots. Lesen wir auch hier, Aiwa Nitro Motorsport. Und was die Besonderheit ist an diesem Trikot, wir haben hier in Form von solchen Sponsoren-Aufdrucken einzelne Tracks des Albums mit eingearbeitet. Also wir lesen hier einmal Fuego Oil, dann haben wir hier Uff Energy, das war der Track mit Jesus, Uff, TGW Trans Support, also TGW ebenfalls eine Single, die ausgekoppelt wurde, Tiamo, dann haben wir hier noch ein, ja, was soll das darstellen? So ein Pegasus, so ein geflügeltes Pferd, Fuego Oil. Dann auf der linken Schulter, beziehungsweise nein, auf der rechten Schulter ist das dann in dem Fall, Eldorado Range mit so einem Stier oder so einem, ja, mit so breiten Hörnern, Stier. Auf der Rückseite lesen wir dann 4-3, darüber noch das Bella Boys Logo. Darunter haben wir dann Swipe Up. Und unten rechts auf der Vorderseite haben wir dann noch hier die Nummer 11. Ich gehe mal davon aus, dass diese Nummer hier nicht durchgängig ist. Also ich glaube, ihr habt alle die Nummer 11 auf euren Trikots. Die wurden meiner Meinung nach oder meines Wissens nach nicht durchnummeriert, sondern die 11 ist wirklich bei jedem mit am Start. Und wir haben es hier zu tun mit einem ja, Bella Boys in der Größe L. Schauen wir noch mal kurz, ob wir hier irgendeinen Zettel, irgendeinen Hinweis vorfinden. Jawohl, hier an der Seite. Was lesen wir hier? Wir lesen hier 100% Polyester, made in Turkey. Grüße gehen raus. Und dann lesen wir hier noch Bella Boys Records, Dortmund, Germany. Okay, also wir schauen uns das Ganze noch einmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier dieses Motorsport-Trikot in Pfirsichfarben und Pink mit den diversen Sponsor-Aufdrucken. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, vom Design her und auch so von der farblichen Gestaltung her ist das nicht ganz so meins. Darüber lässt sich natürlich wie immer streiten. Von der Verarbeitung kann man echt nichts dagegen sagen, allerdings von der Farbe her nicht ganz so mein Fall. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Trikot in der Größe L, die Umhängetasche, die Bella Boys Umhängetasche, drei Sticker, einer quadratisch, einer rechteckig und einer kreisförmig. Das Bonusmaterial, also die DVD Fuego, das Money Tape mit insgesamt 5 Tracks, die Instrumentals mit 12 Tracks und natürlich das Album an sich, Fuego mit 12 Tracks im Standard Jewel Case, sowie das Poster einseitig bedruckt im Querformat. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box Fuego von Vaisel. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Vaisel unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing, passt auf euch auf, ciao!